So, willkommen zum nächsten Part von Let's Play oder eher gesagt Let's Catch Pokémon in blattgrüner Edition. Und wir machen uns gleich auf den Weg zu Arktos. Nachdem wir im letzten Part ja mehr oder weniger gut doch Zapdos gefangen haben, musste auch ein paar Items verkaufen, damit ich mir nochmal wieder neue Hyperbälle leisten kann. Denn 33 Hyperbälle, das kostet so einiges. Und das hat mich Zapdos gekostet. Aber egal, dafür habe ich es ja jetzt endlich. Wir segeln jetzt einfach erstmal weiter und weiter und weiter und weiter. Und der Topschutz bleibt aktiviert, während ich hier durchgehe. Davon verspreche ich mir natürlich, dass der Part auch nicht ganz so lange dauert. Kacke, kacke, kacke. Ich habe etwas vergessen. Und zwar, dass ein Dummdödel wie ich natürlich auch ein Pokémon mit Stärke braucht. Und ich habe keinem meiner Pokémon, glaube ich, Stärke beigebracht. Damals hatte ich Kleinstein mitgenommen. Oh ja, mein Gott, bin ich toll. Fliegen, zurück, los. Tut mir leid, Leute, aber... ja, sorry. Ich werde tatsächlich auch Bianca dafür auswechseln, weil Stachelspore ist gut und so. Ah, ne, Moment mal, Bianca hat Level 52. Aber es wirkt doppelt schwach gegen Arktos. Bewegen wir es einfach gegen Pinsir. Tauschen. Doppelt schwach, damit meine ich, dass Arktos ja Flugeis ist und da sowohl Flug als auch Eis gegen Pflanze wirkt. Ja, wäre das nicht ganz so optimal, fürchte ich. Ich habe schon wieder vergessen, mir was zu trinken zu holen. Mein Hals ist jetzt schon trocken. Das verspricht ja spannend zu werden. Ich muss aufpassen, dass das Mikro nicht umfällt. Immerhin ein wenig melodische Begleitung, während wir zu Arktos hinsegeln. Ich hoffe nur, ich kriege das irgendwie gebacken, zu Arktos zu kommen, weil ich mir... Doch, ich weiß, glaube ich, wie es klappt. Ja, dann wollen wir gleich nochmal Schutz einsetzen. Topschutz! So. Wie liefen das jetzt nochmal ab? Genau. Ich musste hierhin Stärke einsetzen und die Löcher stopfen. So wie immer halt. Ja, zuerst den rechten, weil sonst können wir ja gar keinen Stein hier runterschieben. Und es wäre natürlich schlecht. Und ich springe einfach mal so hinterher und hoffe, dass es... Ja, passt doch. So, und wie unglaublich schnell das jetzt schon ging. Ich bin ganz fasziniert. Erstmal wieder abspeichern. Dann wechseln wir trotz aller Vorsicht erstmal auf Raphael, weil er Donnerwelle beherrscht. Und dann hallo Arktos. So, fangen wir mal gleich anfangen. Donnerwelle. Da bringt dir auch deine Agilität nichts. Paralysieren kannst mich zum Glück nicht. Und dann schauen wir mal, wie wir es am wenigsten platt bekommen. Ja, das ist nicht gerade ermutigend. Noch einmal Biss dürfte ausreichen. Oh Gott. Ja, ich war eben einen Moment erschrocken. Überball. Und auch hier dürfen wir wieder gespannt sein, wie lange es dauern wird, bis wir Arktos gefangen haben. Und ich fange schon mal an, nur noch sinnlos A zu drücken und zu hoffen, dass vielleicht diesmal nicht 33 Hyperbälle draufgehen.
Wobei es eigentlich wurscht ist, ich habe nicht umsonst 100 Stück gekauft. Ich bin übrigens am Überlegen, ich glaube, ich hatte es schon mal irgendwann zwischendurch erwähnt, wenn ich die Pokémon-Liga das erste Mal durch habe, verdammt, wollte ich ja mein Team komplett umstellen. Ich wollte einfach mal fragen, was so eure Meinung zu ist. Kommentieren geht ja jetzt nicht mehr ganz so einfach. Wer es kann, wer einen Google Plus Account hat, der kann gerne kommentieren und mir sagen, ja, mach es. Ansonsten per PN schreiben. Ja. Ja, das war jetzt unerwartet. Ich freue mich. Ein legendäres Vogel-Pokémon, das angeblich in Gletschern verirrten Wanderern den Weg weist. Tja, Arctos, ab jetzt nicht mehr. Ja, gut, es wird jetzt ein unerwartet kurzer Part. Egal. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Könnt ihr mir das sagen? Ich wollte das. Genau, Pokémon-Team umändern nach der Pokémon-Liga. Da wird ja eh nicht mehr so viel stattfinden. Ich werde halt die Eilandinseln besuchen. Und ja, schreibt mir, kommentiert, wie findet ihr die Idee? Wollt ihr das sehen? Ich werde natürlich das Pokémon-Team nach meinen eigenen Vorstellungen gestalten. Das heißt, wenn jemand sagt, haha, nimm Smetbo mit ins Team. Wenn ich Bock drauf habe, werde ich es machen, aber muss halt nicht sein. Achso, ich kann doch jetzt auch fliegen. Ja, und mir war es halt wichtig, wie euer Feedback ist. Ansonsten behalte ich natürlich mein Team so, wie es ist. Und gehe damit auf Tournee zu den Island-Inseln, weil es gibt, glaube ich, ich bin der Meinung, es gibt auch noch Island-Insel 4 und 5. Genau. Und da bin ich jetzt halt einfach neugierig, was ihr dazu sagt. Reizen würde es mich natürlich schon. So, dann wechsle ich jetzt nochmal schnell mein Sazenia wieder. Wo bist du, Schnuckelchen? Da, Bianca, es tut mir so leid. So. Perfekt. So, und dann kann ich mich eigentlich fast schon wieder für den Part verabschieden. Ich speichere... Ach, mein Hals. Ich speichere jetzt schon mal wieder ab. Und wir sehen uns ganz einfach im nächsten regulären Part wieder. Und es freut mich doch, dass es dann doch so gut geklappt hat. Bis dahin. Ciao.